Der Auftrag heute wird ein Kinderspiel, eine neue Schranke für den Eingang zum Rathaus und Pflastersteine für die Auffahrt. Also wenn wirklich der ganze Beton hier weg soll, müssen wir den Hochleistungsbohrer an Bucky festmachen. Ja, ich liebe das Kaputtmachen mit dem Da-Da-Da-Da. Es ist ein Bohrer, Buggy. Ein Bohrer, obwohl er super kaputt machen kann. Frau Bürgermeisterin. Ich will, dass alles perfekt aussieht bei der großen Einweihung der Statue. Große Einweihung? Welche Statue, Frau Bürgermeisterin? Eine Statue der erfinderischsten, beliebtesten und überaus klügsten Person in der bisherigen Geschichte von Hochhaus. Sprechen wir über eine Statue von Ihnen, Frau Bürgermeisterin? Ja, das tun wir, Wendy. Woher wusstest du das? Ach, und Bob, wenn sie geliefert wird, möchte ich, dass du sie genau hier aufstellst. Kein Problem. Oh, ich sollte unbedingt noch ein Foto von Ihnen machen und es an den Bildhauer schicken. Sonst wird die Statue nicht rechtzeitig fertig. Oh, verflixt, dieses Ding ist so knifflig. Nun machen Sie schon, Herr Brauer. Wenn ich so lange lächle, wird mein Gesicht noch starr. Ja, sehr schön. So ist es gut. Hoffe ich. Na, wie fühlt sich das an, Buggy? Einfach toll. Du weißt, ich liebe ihn, den Da-Da-Da-Da. Buggy, das Werkzeug heißt Bohrer. Das kannst du dir leicht merken, weil du damit gut durch Beton bohren kannst. Oh ja, das weiß ich doch. Kann ich jetzt anfangen, Bob? Kann ich anfangen? Ich bin so aufgeregt. Ich werde nervös, wenn Buggy so aufgedreht ist. Er ist jedes Mal aufgedreht, wenn er mit dem Bohrer arbeitet. Was ist der Bohrer? Der Da-Da-Da-Da. Nein, der Da-Da-Da-Da ist der Da-Da-Da-Da. Nein, das ist nur das Geräusch, das er macht. Der macht ein Geräusch. Der Da-Da-Da-Da, ich meine der Bohrer, hör mal. Sei einfach nicht zu aufgedreht, bitte. Also, Buggy, du musst bis zur Schnur hier bohren, sonst kann das Regenwasser nicht richtig abfließen. Verstanden? Ja, verstanden, Bob. Kann ich jetzt anfangen? Ich will was kaputt machen! Ich meine, vorsichtig kaputt machen, natürlich. Darf ich? Bitte, 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 bitte! Okay, Buggy, aber zuerst musst du mir eine Frage beantworten. Welche denn, Bob? Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, das Team sind wir der Hits. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlagt ein. Schön langsam, Buggy. Wir müssen nicht bis zur Mitte der Erde graben. Ist das tief? Oh! Oh. Pass auf, Buggy. Ich meine nur, sei vorsichtig mit dem Da-Da-Da-Da. Oh, ist ja gut. Du musst nicht so schreien. Das macht so viel Spaß. Tja, sie geht, Bob. Sie geht nur nicht so, wie es sein müsste. Ich sehe mal nach. Nein, nein. Ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt. Ich drück diesen Knopf, schalte den Strom ein. Neuer Versuch und los geht's. Sieht gut aus. Tja, siehst du, manchmal geht es ganz schnell. Das ist vielleicht ein bisschen zu schnell. Ich glaube, das Ganze sollte ich doch lieber dir überlassen. Wuhu, das macht Spaß. Ich liebe meine Arbeit. Hey, Buggy, schalte lieber ein bisschen herunter. Ich kann dich nicht verstehen, Buddel. Ich hab den Da-Da-Da-Da an. Solltest du nicht den Schutt wegräumen? Gut, jetzt kann ich endlich arbeiten und keiner stört mich dabei. Ich hab die Wasserleitung erwischt. Wie kommst du voran, Buggy? Es klappt alles prima, Bob. Ruh mich nur etwas aus. Das Bohren ist ganz schön anstrengend. Aber ich finde, du machst das wirklich super. Hey,
Hast du das gehört? Keine Sorge, Bob. Es ist wahrscheinlich nur mein Auspuff. Oh, hier ist nichts zu sehen. Weißt du was? Als Belohnung dafür, dass du so hart arbeitest, darfst du als Erster die neue Schranke ausprobieren. Wirklich, Bob? Das wäre super. Nein, Bob, lieber nicht. Ich habe noch so viel zu tun. Also wir sind ziemlich gut in der Zeit, Buggy. Komm schon, jeder verdient eine kleine Verschnaufpause, auch du. Mir fällt gerade ein, ich muss noch dringend etwas erledigen. Es ist, mach weiter, wir sehen uns später. Hä? Oh, mein Auspuff blubbert schon wieder. Oh, hat Wendy nicht gerade nach dir gerufen? Ich habe nichts gehört. Ich bin mir aber ganz sicher. Oh, Möwi. Ich habe auch niemanden gehört und jetzt ist ein Loch in der Wasserleitung und ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh nein, Buddel kommt. Ich habe eine Idee. Vielleicht kann Buddel mir helfen, warum nicht? Soll ich noch irgendwas wegbringen? Nein, im Moment nicht, Buddel. Wie wär's mit einer kleinen Pause, dann kannst du dich etwas ausruhen. Mir geht's gut. Nein, du siehst müde aus. Jeder verdient ab und zu eine kleine Pause. Und weißt du, wo der richtige Platz ist, um 5 Minuten Pause zu machen? Genau hier. Ja. Es war wirklich ein anstrengender Morgen. Ja, und wir sind sehr gut in der Zeit. Okay, Buggy. Es kann losgehen. Okay, Wendy. Bürgermeister Buggy fährt nun durch. Das war so cool. Darf ich noch mal durchfahren? Klar darfst du das, aber vorher sollten noch die anderen an die Reihe kommen. Hey, Buddel! Willst du auch mal probieren, durch die neue elektrische Schranke zu fahren? Oh ja, bitte, Bob. Warte, Buddel. Wenn du hier bist, wer ist dann... Wer ist dann was, Buggy? Ach, nichts. Nicht so wichtig. Wir sehen uns später. Achtung! Buggy kommt! Das ist ein Notfall! Oh, alle aus dem Weg! Oh nein, was ist passiert? Oh, Buggy, was hast du nur gemacht? Oh je, was habe ich nur gemacht? Sieht ja schlimm aus. Was sollen wir jetzt tun, Bob? Mit dem Leck? Oder den Pflasterstein? Tja, eines ist sicher. Wir werden mit der Auffahrt niemals rechtzeitig zur großen Einweihung fertig sein. Es tut mir so leid, Bob. Das ist alles meine Schuld. Ich hätte dir von dem Leck erzählen sollen. Ja, das hättest du tun sollen. Aber keine Sorge, Buggy. Uns fällt schon etwas ein. Aber die Pflastersteine sind zerbrochen. Sie sehen aus wie Puzzleteile. Du hast recht, wie Puzzleteile. Hey, Buggy, das bringt mich auf eine Idee. Wollen wir nach Hause fahren und ein Puzzle machen? Nein, Buddel. Wir verlegen die Steine nur anders, als wir es sonst tun. Das wird spitze aussehen. Also, Team, auf geht's! Ruhe bitte allerseits. Wir wollen jetzt die Statue enthüllen, mit der wir dem wichtigsten Menschen dieser Stadt danken wollen. Fertig, Bob? Fertig. Es geht los, Heppo. Was ist das? Oh. Du meine Güte, ich muss das falsche Foto verschickt haben. Das scheine ich zu sein. In meinem letzten Urlaub, ja. Oh oh. Na, wenigstens Möwi gefällt die Statue.
werden Ihre letzten Ferien für sehr lange Zeit gewesen sein, Herr Brauer. Läuft alles nach Plan, Bob? Glaubst du, dass wir rechtzeitig fertig werden? Natürlich werden wir rechtzeitig fertig. Ja, der neue Teil des Naturkundemuseums wird fertig sein, wenn Bürgermeisterin Baugruß heute Nachmittag hierher kommt. Bob, warum nennt man es eigentlich Naturkundemuseum? Tja, Buddel, weil es eine Sammlung von Dingen ist, die du nur in der Natur findest. Wie Tiere und Blumen. Einige stammen aus früheren Zeiten. Wie Dinosaurier. Dinosaurier! Ich liebe Dinosaurier! Ja, deshalb sind die Türen auch so hoch, damit wir das Dinosaurier-Skelett hineinbekommen. Ein Dinosaurier-Skelett? Oh, cool! Herr Brauer hat alles genau abgemessen. Das Skelett müsste ohne Probleme hier durchpassen. Oh, ich kann's nicht erwarten. Okay, Heppo, dann setzen wir jetzt die Türen ein. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Die Türgriffe. Wie bitte? Die Türgriffe. Ich habe die Türgriffe in der Werkstatt vergessen. Ich muss zurück und sie holen. Kein Problem. Du hast genug Zeit. Wir sind fast fertig. Du hast recht. Buddel kann mich hinfahren. Du machst hier weiter. Und wenn du wieder da bist, Bob, sind wir mit allem fertig. Sehr gut. Ich bin bald zurück. Ein echtes Dinosaurier-Skelett. Ich kann's nicht erwarten. Es dauert nur eine Minute. Türknäufe, Türklopfer, Türschilder, Türgriffe. Hä? Was ist da los? Oh, das mag ich nicht. Da wird mir schwindelig. Oskar, hör auf damit! Ich weiß nicht, was du hier machst, Oskar, aber ich habe keine Zeit, dich nach Hause zu bringen. Was willst du jetzt machen? Du kannst ihn nicht mit Kuschel hier lassen. Dann muss er wohl mit uns zum Museum kommen. Dort liefere ich die Türgriffe ab und dann bringe ich ihn nach Hause. Du hast da was übersehen. So, jetzt ist alles fertig. Was ist in der Tüte? Oh, das ist nur mein Wurstbrot. Ich wollte bloß dabei sein, wenn der große Tyrannosaurus Rex hier ankommt. Also esse ich mein Mittagessen einfach hier, während ihr das Skelett abladet. Wenn ihr einen Dinosaurier sehen wollt, ist heute euer Glückstag. Ich habe hier einen ziemlich großen. Wow! Der ist ja wirklich riesig. Sehr beeindruckend und hervorragend erhalten. Also dann bringen wir ihn hinein. Seid vorsichtig. Das Skelett ist 65 Millionen Jahre alt. Das ist aber wirklich ganz schön alt. Schön sachte. Wartet noch einen Moment. Ich möchte noch ein paar Fotos machen. Fertig. Das sieht nicht gut aus. Der passt da doch niemals durch. Was? Aber ich hab euch doch die genauen Maße gesagt. Was habt ihr getan? Oh, Sie haben Bob gesagt, die Türen müssen 6 Meter breit sein und 3 Meter hoch. Ja, nein.
Ich wollte sagen, 6 Meter hoch und 3 Meter breit. Ach, du liebe Güte. Oh, das ist gar nicht gut. Die Tür ist zu klein und der Dinosaurier ist zu groß. Er wird da niemals durchpassen. Aber das sollte er. Die Bürgermeisterin kommt bald, um sicherzugehen, dass alles für die Eröffnung morgen fertig ist. Aber der Dinosaurier wird auf keinen Fall durch die Tür passen. Wie wäre es seitlich? Ach, Buggy. Es gibt vielleicht eine Möglichkeit. Wenn wir das Skelett auseinanderbauen, können wir die Knochen reintragen und drinnen alles wieder zusammensetzen. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Wir sollten nichts tun, bevor Bob wieder zurück ist. Aber es wird spät und Bürgermeisterin Baugroß ist bald hier. Ich finde die Idee wirklich gut, Heppo. Na los, worauf wartet ihr? Bauen wir den Dino auseinander. Jemine, das ist ganz schön knifflig. Ich glaube, der muss da oben hin. Oh je. Nein, das passt nicht. Vielleicht dieser hier. Nein, 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 das ist alles falsch. So geht das nicht. Dieser große hier passt bestimmt zum Bein. Also gehört er hier hin. Das passt auch nicht. Wie wär's mit dem Kleinknochen hier, als Teil des Schwanzes? Nein. Oder vielleicht gehört er zum linken Fuß? Nein. Oh je, Mene. Was ist das denn? Was ist passiert? Entschuldige, Bob. Das ist alles meine Schuld. Ich wollte doch nur helfen. Nein, Heppo. Eigentlich ist es vielmehr meine Schuld, Bob. Ich habe die Höhe und die Breite des Tyrannosaurus verwechselt. Wir konnten das Skelett nicht durch die Tür kriegen. Also haben wir es zerlegt. Und jetzt wissen wir nicht mehr, wie die Teile zusammengehören. Ich bin sicher, wir können es schaffen. Oder nicht? Oh je. Es sieht wie ein Puzzle aus, nicht wahr? Wir bräuchten ein Foto, wie er aussah, bevor ihr ihn auseinandergebaut habt. Wartet, aber natürlich. Natürlich was? Wir haben ein Foto vom Dino. Leo hat vorhin ein paar Handyfotos gemacht. Das stimmt, du hast recht. Oh, dahin gehört das Teil also. Oh ja, fantastisch, fantastisch. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bringen wir alles in Ordnung, bevor die Bürgermeisterin hier ist. So, wir sind fertig. So ein Glück. Jetzt bin ich beruhigt und kann endlich in Ruhe mein Wurstbrot essen. Ja. Nein, warten Sie. Was? Da fehlt noch ein Knochen. Aber das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Wo kann er nur sein? Oscar! Und jetzt? Oscar? Sei ein braver Hund. Gib uns den Knochen. Komm schon, Oscar. Gutes Hundchen. Gib uns jetzt den Knochen, bitte. Ach du meine Güte. Die Bürgermeisterin ist jede Sekunde hier. Wenn wir nur irgendwas hätten, was wir ihm anstatt des Knochens anbieten könnten. Vielleicht hat er ja Lust auf ein Wurstbrot. Aber... das ist mein Mittagessen. Ich glaube, ich höre schon den Wagen von der Bürgermeisterin. Könnten wir nicht einfach... Oh, in Ordnung. Hier ist es. Hier, Oscar, ein leckeres Wurstbrot. Braver Hund. Hallo, Bob. Hallo, Team. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Tja, wer hätte das gedacht? Hochhausen hat sein eigenes Dinosaurier-Skelett. Gab es Probleme, ihn herzuschaffen, Herr Brauer? Probleme?
Oh nein, nein, ich habe alles überwacht, den ganzen Ablauf. Sie wissen doch, ich erledige meine Aufgaben immer zu Ihrer vollen Zufriedenheit. Oh, oh, nicht! Hör auf, runter mit dir, Oskar! Nein, Herr Brauer, nein. Hören Sie auf, mit diesem Hund zu spielen. Ich will den Dinosaurier sehen. Ich wusste nicht, dass Herr Brauer Tiere so gerne hat. Los, runter mit dir. Lass mich in Ruhe. Dieses neue, supermoderne Pinguinbecken wird ganz toll. Die Pinguine werden sich riesig auf ihr neues Zuhause freuen. Was für Pinguine? Ich habe noch keine Pinguine gesehen. Immer mit der Ruhe, Heppo. Sie sind unterwegs. Die sind schneller hier, als du denkst. Schleppo ist schon losgefahren, um sie zu holen. Hoffentlich ist alles fertig, bis sie hier sind. Klar wird alles fertig sein. Wir sind fast soweit. Und was ist mit Buggy und Leo? Die wollen auch dabei sein, wenn die Pinguine kommen. Sie kommen schon rechtzeitig, Buddel. Sobald sie mit dem neuen Brunnen und dem Teich für das Rathaus fertig sind, fahren sie los. Also kommt schon, Team. Sehen wir zu, dass wir hier auch fertig werden. Kommt und lernt uns alle kennen. Das Team sind wir, der Hits. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlagt ein. Das ist ein äußerst wichtiger Besuch, Herr Brauer. Auf jeden Fall. Da darf nichts schiefgehen. Da wird nichts schiefgehen, Frau Bürgermeisterin. Ich muss mich darauf verlassen, Herr Brauer. Bürgermeister Schmoll ist schnell unzufrieden. Wir müssen alles dafür tun, dass er sich in Hochhausen wohlfühlt. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe schon eine Liste mit den interessantesten Plätzen der Stadt hier. Ich bin mir ganz sicher, dass er sich bei uns wohlfühlen wird. Ich hoffe, Sie haben recht. Bürgermeister Schmoll ist... Was? Er ist angekommen. Er ist hier? Jetzt schon? Kommen Sie schnell. Oh, er ist viel zu früh hier. Kommen Sie. Sieht so aus, als hätten die beiden einen anstrengenden Tag vor sich. Fertig. Gut gemacht, Leo. Das wird richtig toll. Jetzt kann das Wasser ins Becken laufen. Wohin soll der letzte Stein, Bob? Ich denke darüber, Heppo. Ich kann's kaum erwarten, bis das Becken fertig ist und die Pinguine darin herumplanschen. Nicht so schnell, Heppo. Oh, oh, oh. Ganz sachte. Pass auf! Oh nein. Entschuldige, Bob. Ich war nur so schrecklich aufgeregt wegen der Pinguine. Oh je, die Scheibe hat Risse abbekommen. Wir können das Wasser nicht einfüllen, bevor das nicht repariert ist. Dazu brauche ich eine neue Scheibe. Hoffentlich haben wir genügend Zeit, bevor die Pinguine ankommen. Schönen guten Tag, Wendy. Bob, wo sollen die Pinguine hin? Gute Frage, Schleppo. Dummerweise ist das Becken noch nicht fertig. Ach du Schreck. Die werden langsam ziemlich laut da hinten. Ich finde, sie sollten nicht länger in dieser Kiste bleiben, Bob. Wow, was ist denn hier los? Das war ein Unfall. Es tut mir so leid. Ist schon gut, Heppo. Wir müssen jetzt nur für die Pinguine eine Bleibe suchen, während wir die Scheibe reparieren. Bob? Was ist denn, Heppo? Ich habe eine Idee, wohin wir die Pinguine bringen können. Dort wären sie auch sicher und würden sich wohlfühlen. Wie wär's mit dem neuen Brunnen beim Rathaus, den Leo gerade fertig gebaut hat? Oh, genial. Der wäre perfekt. Die Bürgermeisterin ist noch weg. Und ihr seid sicher fertig, bevor sie wieder da ist. Was sagst du dazu, Bob? Tja, das ist eine super Idee, Heppo. Also lasst uns anfangen. Dann fahr hinter mir her, Schleppo. Alles wird gut, Pinguine. Bald planscht ihr fröhlich im neuen Brunnen herum. Also dann, Wendy, Heppo, packen wir's an. Ja, die Burg Bauheim ist ein besonders schönes Beispiel für mittelalterliche Baukunst. Es ist Hochhausens ältestes historisches Denkmal. Gibt es in Raventhal auch historische Gebäude, Bürgermeister Schmoll? Historische Gebäude? Ich kann solche alten Bauwerke nicht ausstehen. Ein Haufen bröseliger Steine, wenn Sie mich fragen. Oh, ja, natürlich. In diesem Punkt muss ich Ihnen recht geben. Aber Hochhausen hat auch einzigartige Neubauten, nicht wahr?
Und genau diese wollten wir Ihnen als nächstes zeigen. Raus aus der Kiste mit den Pinguinen und ab ins Wasser. Viel Spaß, ihr Pinguine. Was für putzige Tiere. Die fliegen doch hoffentlich nicht weg, oder? Oh nein, das sind keine richtigen Flügel, Buggy. Das sind Schwimmflossen. Sie können schwimmen, aber nicht fliegen. Wie ich sehe, können sie auch hopsen. Ich glaube, denen gefällt's hier, Leo. Ja, aber sobald ihr neues Becken fertig ist, bringen wir sie zurück in den Zoo. Perfekt. Sehen Sie nur, dieses fantastische Stadion ist Hochhausens ganzer Stolz. Ja, wir hatten hier schon großartige Sportveranstaltungen. Ich habe kein Interesse an Sport. Immer im Kreis herumrennen, springen, in einem Ball nachjagen. Nein, das ist nicht mein Ding. Oh ja, verstehe. Sie mögen keinen Sport. Aber jetzt habe ich etwas für Sie. Das wird Ihnen sicher gefallen. Wir haben doch noch etwas, Herr Brauer, oder? Ja, ja. Diesmal werden Sie begeistert sein. Hier kommt die neue Scheibe, Bob. Hervorragend. Also, dann wollen wir mal. Wir müssen die Pinguine so schnell wie möglich in das neue Becken bringen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Husch, schnell zurück. Sei ein lieber Pinguin. Du hast einen übersehen, Buggy. Guck mal. Oh nein, doch nicht da lang. Nein. Hey, bleib von der Straße weg. Vorsicht. Ein Glück, dass Bürgermeisterin Baugroß das nicht mitkriegt. Buggy, bleib ganz ruhig. Sie kommt nicht so schnell zurück. Sobald wir die Scheibe eingebaut haben, bringen wir die Pinguine zurück in den Zoo. Du, nicht da lang. Hey, geh wieder in den Brunnen. Hey, du. Huhu. Willkommen im fliegenden Kochtopf. Zum leckersten Essen mit dem tollsten Ausblick über Hochhausen. Möchten Sie einen kleinen Happen essen? Dieses Gebäude hier, das scheint sich etwas zu bewegen. Sehr richtig. Dies ist ein Restaurant, das sich langsam dreht. Es ist ein technisches Wunder dank modernster Ingenieurskunst. Wie wäre es mit Leberwurst und Sauerkraut? Oh, mir wird irgendwie übel. Gute Güte. Bürgermeister Schmoll, sollen wir lieber gehen und zum Rathaus zurückkehren? Der Besuch von Herrn Schmoll ist ein einziger Reinfall und Sie haben mir versprochen, dass nichts schief geht. Vielleicht hat er ja Lust auf Eis. Oh, wenn doch nur das Pinguinbecken endlich fertig wäre. Das erinnert mich an meine Zeit in Südamerika. Wo ist Bob? Was soll ich nur tun? Was ist denn hier los? Wer ist verantwortlich für dieses Gießen? Dieses furchtbare, entsetzliche Chaos. Zirkus! Es tut mir so leid, Herr Schmoll, dass hier alles drunter und drüber geht. Felsenpinguine? Entschuldigen Sie bitte? Das sind Felsenpinguine. Sind die nicht ganz außergewöhnlich, so lebhaft und so spaßig? Wie? Ja, wirklich reizend. Woher wussten Sie, dass ich Pinguine liebe? Und Sie haben dieses wunderbare Vergnügen nur für mich organisiert. Danke vielmals. Wir freuen uns, wenn sich unsere Besucher hier wohlfühlen. Oh, oh. Hallo, Bob. Der Gast von Bürgermeisterin Baugroß ist ein Fan von Pinguinen. Oh, wie schön. Und deshalb wollte Bürgermeisterin Baugroß wohl, dass Sie mit zum Zoo kommen, um das neue Pinguinbecken einzuweihen. Habe ich da recht? Ganz genau. Ich hatte geplant, dass dies der Höhepunkt Ihres Besuchs wird. Oh, das mache ich gerne. Vielen Dank. Großartig. Dann kommt mal alle mit. Worauf warten wir noch?
Hiermit erkläre ich Hochhausens neue Eislandschaft für Pinguine offiziell für eröffnet. Das war der beste Besuch seit langer Zeit. Ich danke Ihnen vielmals, Frau Bürgermeisterin Baugroß. Und Ihnen danke ich auch, Herr Brauer. Oh ja, das ist, Und ich danke dir, Bob. Du hast wieder einmal meinen Tag gerettet. Bürgermeister Städtlich kommt nächste Woche zu Besuch. Ach ja? Ich habe gehört, er mag Elefanten. Was? Okay, Team. Seid ihr bereit, Hochhausens neue Fußgängerbrücke fertig zu bauen? Klar, ich bin bereit. Also, der erste Teil ist ja schon fertig. Wir haben das Fundament gelegt und die Pfeiler gebaut, die das Fundament von unten stützen. Als nächstes bauen wir den oberen Stützpfeiler. Den nennt man Pylon. Dann setzen wir die Bodenplatten der Brücke ein. Und damit alles hält, spannen wir Stahlseile zwischen dem Stützpfeiler und den Brückenteilen. Bis Montagmorgen muss die Brücke fertig sein, denn dann wollen die Schulkinder sie nutzen. Also, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, das Team sind wir der Hits. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Wieso steht ihr beiden so nah am Wasser? Also, ich hätte Angst, nass zu werden. Leo sagt, es gibt Fische in unserem Fluss. Ich glaub ihm nicht. Doch, es stimmt. Genau an dieser Stelle habe ich einen riesigen Fisch rausgefischt. Einen riesigen Fisch? Jep, mit einem super großen Maul voller hässlicher Zähne und Stacheln auf dem Rücken. Lasst uns lieber zurückkehren zur Brücke. Bob und Wendy sind sicher mit dem Anstreichen fertig. Bob! Hallo, Herr Brauer. Hallo, Herr Brauer. Was machen Sie denn da mit dem Messrad? Morgen ist der berühmte Hochhausener Streckenlauf. Deshalb messe ich den Weg ab. Was ist denn ein Streckenlauf? Das ist ein Wettlauf, der eine ganz bestimmte Länge hat. Der Hochhausener Lauf ist genau 15 Kilometer lang. Das bedeutet, die Ziellinie ist noch 15 Meter von dieser Markierung hier entfernt. Also im Fluss? Nein, Leo, auf der Brücke. Bürgermeisterin Baugroß will, dass die Ziellinie auf der neuen Brücke ist. Aber das Rennen ist doch morgen früh. Da ist die Brücke noch nicht fertig. Die Brücke muss fertig sein, Wendy. Sonst müssen die Läufer plötzlich aufhören zu laufen und anfangen zu schwimmen. Wenn wir uns beeilen, müsste es noch rechtzeitig klappen. Sehr schön. Die Bürgermeisterin wünscht nämlich, dass der Gewinner die Brücke feierlich eröffnet, wenn er über die Ziellinie läuft. Na gut, dann fangen wir lieber gleich mit dem Boden der Brücke an. Auf geht's, Team. Geschafft. Die dritte Bodenplatte der Brücke ist festgeschraubt. Das sieht gut aus, Wendy. Okay, Leo, du kannst jetzt loslegen und das Seil befestigen. Schon dabei, Bob. Gut gemacht, Leo. Das Seil unterstützt jetzt den Brückenpfeiler. Danke, Heppo. Du kannst loslassen. Soll ich jetzt die vierte Bodenplatte holen? Ja, bitte, Heppo. Und kannst du mal gucken, wo Buggy steckt? Er wollte noch weitere Seile vorbeibringen. Klaro. Buggy? Was machst du denn hier? Oh, hallo, Heppo. Ich guck mir nur das Wasser an. Leo will mir Angst einjagen mit Geschichten von so einem Fisch hier im Fluss. Aber Fische leben nun mal in Flüssen. Vielleicht auf dem Land, aber doch nicht in einem Fluss mitten in einer Stadt wie Hochhausen. Ich glaube nicht, dass Leo sich das ausdenkt. Naja, sobald ich Bob das Seil gebracht habe, werfe ich noch mal einen Blick drauf. Nur um sicher zu gehen. Oh.
Jetzt kommen noch mehr Seile zu euch rauf. Ich habe das nächste Stück für den Brückenboden mitgebracht. Danke, Heppo. Legst du das bitte am Ende der Brücke ab? Okay. Heppo, könntest du kurz hier aufpassen? Leo, Bob und ich wollen einen Schluck Wasser trinken. Natürlich, Wendy. Kein Problem. Danke dir. Hey, Heppo, hier ist kein Fisch zu sehen. Fahr nicht zu dicht ans Wasser, hörst du? Ich hab doch keine Angst vor Wasser. Guck! Oh, oh, schönes Wasser. Oh, toll. Ah! Oh, oh. Was ist denn? Ich glaube, da ist was in meiner Baggerschaufel. Oh. Das ist ein Fisch. Leo hat also doch recht gehabt. Ein Riesenfisch mit einem supergroßen Maul voller hässlicher Zähne und Stacheln auf dem Rücken. Na ja, ich will dir keine Angst einjagen. Aber es stimmt. Ah! Hilfe, Heppo! Nimm ihn raus! Hilfe! Hilf mir! Heppo! Ich denke, wir kriegen die Brücke rechtzeitig zum Lauf fertig, oder? Und wer denkst du gewinnt? Keine Ahnung, aber Sarah Zappel gewinnt fast immer. Kommt schon, lasst uns weitermachen. Ohne Brücke gibt es schließlich auch keine Ziellinie. Hilf mir! Ah, holt den Fisch raus! Der hüpft in meiner Schaufel herum! Pass auf, Buggy! Fahr langsamer! Ah. Ah. Ah, zum Glück ist er abgehauen. Was ist hier los? Oh, ich falle hier gleich runter. Hilfe! Keine Angst, Heppo, du fällst nicht runter. Bleib ruhig. Versuch langsam vorwärts zu fahren. Aha, das funktioniert nicht. Heppo kann nicht vorwärts fahren. Seine Räder hängen in der Luft. Was sollen wir nur tun? Schade, dass wir ihn nicht wie ein Fisch an Land ziehen können. Halt, warte mal. Das bringt mich auf eine Idee. Heppo, nicht bewegen. Du tust jetzt genau das, was ich dir sage. Mhm. Buggy, du fährst jetzt langsam vorwärts, sodass deine vordere Schaufel direkt unter Heppos Haken ist. Aha. Heppo, lass deinen Haken so runter, dass Buggy ihn auffangen kann. Wendy, Leo, ihr folgt Buggy und bringt Heppos Haken unten am Pfeiler an. Hilfe! Hey, alles wird gut, Heppo. Fertig, Bob! Okay. Geht ein Stück zurück. Und jetzt, Heppo, ziehst du deinen Haken ganz langsam zu dir. Ja, genau, das machst du gut. Und jetzt vorwärts, schön vorsichtig. Ja! Gut gemacht, Heppo. Dankeschön, Bob. Es tut mir leid, Heppo. Ich hätte einfach nicht so nah an den Fluss gehen dürfen. Ich habe Heppo in Gefahr gebracht und ein Teil der Brücke ist futsch. Den Lauf habe ich auch verdorben. Ach, Kopf hoch, Buggy. Du hattest vorhin die rettende Idee, weißt du? Ach, wirklich? Ja. Du hast gesagt, wir sollen Heppo wie einen Fisch an Land ziehen und genau das haben wir auch getan. Aber hässliche Zähne und Stacheln auf dem Rücken hat Heppo nicht. Wenn wir alle mit anpacken, können wir die Brücke noch rechtzeitig fertig kriegen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Allerseits zum Hochhausener Streckenlauf. Der Gewinner bekommt diesen Pokal und hat die Ehre, unsere neue Fußgängerbrücke einzuweihen. Viel Glück euch allen. Auf die Plätze. Aber ich habe Sarah Zappel ihre Startnummer noch nicht gegeben. Dafür ist jetzt keine Zeit. Auf die Plätze. Fertig. Los. Kommt schnell, wir gehen zurück zur Brücke. Ich will sehen, wer gewinnt. Wir treffen uns an der Ziellinie.
Oh nein, ich habe immer noch Sarah Zappels Startnummer. Wartet auf mich! Die Brücke sieht echt super aus. Genau wie Sarah Zappel. Seht mal, sie läuft da ganz vorn. Aber jemand ist hier dicht auf den Fersen. Sarah, hier ist seine Startnummer. Oh, jetzt bin ich erleichtert. Ja! Gute Güte, Herr Brauer. Sie haben soeben Sarah Zappel überholt und den Lauf gewonnen. Ich? Ach du Schreck, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Frau Bürgermeisterin. Wie wär's mit? Die neue Brücke ist hiermit eröffnet. Sind das die neuen Spielsachen für Rolands Spielzeugladen? Nein, Buddel. Die Sachen bauen wir draußen auf, damit alle Kinder sie nutzen können. Ah, da ist ja Roland. Bob, hallo. Wendy? Leo? Ich wollte schon immer einen Spielplatz mit riesigen Spielsachen eröffnen und jetzt ist es endlich soweit. Es hat uns großen Spaß gemacht, alles vorzubereiten. Ihr ahnt nicht, wie aufgeregt ich bin. Das Klettergerüst wird aussehen wie das berühmte Leiterspiel. Nur ist es jetzt kein Brettspiel mehr mit Figuren. Sondern es gibt richtige Leitern, um raufzuklettern und Rutschen, um runterzurutschen. Ich finde das Puppenhaus echt super. Und es ist groß genug, sodass die Kinder richtig darin spielen können. Das wird ein riesiger Spaß. Aber wo ist mein Lieblingsstück, das große Klavier? Oh, hier gibt's auch ein Klavier? Ja, Buggy. Es ist dort drüben bei Schleppo. Es hat Tasten wie ein normales Klavier, Buggy. Aber meins ist elektronisch und es liegt direkt auf dem Boden. Mehr wie ein Keyboard. Genau, Leo. Du kennst dich wohl aus mit Musikinstrumenten. Klar, ich liebe Musik über alles. Und wie spielt man das Keyboard-Dingsbums? Genau wie ein Klavier, mit den Händen, Buddel. Braucht man für ein Riesenklavier da nicht Riesenhände? Können darauf nur echte Riesen spielen? Genau das ist das Lustige daran, Buggy. Du spielst darauf nicht mit deinen Händen, sondern mit deinen Füßen. Oh, ich hatte gehofft, ich treffe einen echten Riesen. Spielt man wirklich mit den Füßen darauf? Yep. Und es gibt einen ganz besonderen Überraschungsgast, der es später bei der Eröffnung vorführen wird. Cool. Ich freue mich, Leo, dass die Musik dich so interessiert. Und deshalb finde ich, dass du das Klavier auch zusammenbauen solltest. Meinen Sie das ernst? Wenn jemand Spaß an etwas hat, meine ich das immer ernst. Das ist eine großartige Idee, Roland. Aber bei einer so wichtigen Aufgabe braucht Leo vielleicht einen Helfer. Darf ich der Helfer sein? Ja, gern, Buggy. Danke, dass du Leo hilfst. Aber ich brauche gar keine Hilfe, Bob. Brauchst du auch nicht, Leo. Sieh mal, hier ist die Anleitung, wie das Klavier aufgebaut wird. Nur falls du nicht weiter weißt. Kann ich mal sehen, mit Musik kenne ich mich aus. Warum sind auf der Anleitung Nummern von 1 bis 40 drauf? Weil das die Anzahl der Tasten auf dem Klavier ist? Absolut richtig, Leo. Es gibt 40 Tasten. Und jede Taste macht einen anderen Ton, Buggy. Du bist der Richtige für die Aufgabe. Aber jetzt muss ich wieder zurück in mein Spielzeug laden. In Ordnung. Also, Leo und Buggy bauen das Klavier zusammen und ich baue mit dem Rest des Teams die anderen Spielgeräte auf. Klaro! Also, ihr beiden wisst, wie man das Klavier zusammenbaut? Wir haben die Anleitung, falls wir nicht weiter wissen. Es sieht aus wie ein großes Puzzle, Bob. Und ich bin ein großartiger Puzzler. Na, das höre ich gern. Wenn ihr Hilfe braucht, ruft ihr mich, okay? Also dann, sehen wir uns die Klavierteile mal genauer an. Das hier ist bestimmt der untere Teil. Ja. Und das sind die Tasten. Warum sind da weiße und schwarze? Ich dachte, du weißt so viel über Musik. Das tue ich auch, aber nicht alles. Die schwarzen Tasten machen andere Töne als die weißen Tasten. Ah, du kennst dich echt aus. Du kannst die Tasten jetzt hier rüberbringen, Buggy. Schon unterwegs. Wozu mögen diese Nummern gut sein? Ach ja, das ist bestimmt, um sicherzugehen, dass alle 40 Tasten geliefert wurden. Buggy, du hast alle durcheinander gebracht. Jetzt brauche ich doch die Anleitung. Wo ist sie? Die liegt dort drüben, aber wir brauchen sie nicht. Sieh mal, das ist babyleicht. Man sieht an den Formen auf der Unterseite, wohin die Tasten gehören. Oh ja! Die beiden haben dieselbe Form. Sie kommen dahin, wo sie reinpassen. Es ist ein Puzzle, das habe ich gleich gesagt. Guter Einfall, Buggy. Könnt ihr beide jetzt anfangen? Na klar doch, Bob. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das!
kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlagt ein. Oh, das sieht ja perfekt aus. Und es klingt ganz furchtbar. Oh, Leo. Was ist passiert, Leo? Naja, Buggy hat die Tasten durcheinander gebracht. Hä? Ich hab doch gesagt, ich brauch die Anleitung. Du hast gesagt, du kennst dich mit Musik aus. Das solltest du nicht sagen, wenn du keine Ahnung hast. Immerhin habe ich den Unterschied zwischen schwarzen und weißen Tasten gewusst. Halt, halt, ihr beiden. Das reicht. Soll ich meinen Ehrengast lieber ausladen, Bob? Nein, nein, das ist nicht nötig. Wir kriegen das hin, Roland. Seid ihr ganz sicher? Absolut sicher. Also, jetzt ohne Streitereien. Was ist da passiert? Ich habe etwas übertrieben, als ich Roland gesagt habe, dass ich mich gut mit Musik auskenne. Ich dachte, ich verstehe mehr davon, als ich's tue. Tut mir leid, Wendy. Entschuldige, Bob. Aber wieso habt ihr nicht die Anleitung benutzt? Das Klavier sah aus wie ein großes Puzzle, darum dachte ich, wir brauchen sie nicht. Ich habe mich echt getäuscht. Wusstet ihr nicht, dass die Tasten zwar gleich aussehen, aber unterschiedlich klingen? Jetzt wissen wir's. Jede Taste hat ihren eigenen Platz und da muss sie auch hin, damit es schön klingt. Kannst du die Anleitung holen, Buggy? Ja, Bob. Siehst du, unter allen Tasten sind Nummern aufgemalt. Ich hab sie! Gut gemacht, Buggy. Dann müssen wir jetzt alles so machen, wie es hier steht. Oh, Bob, das kriegen wir diesmal hin, ganz ehrlich. Aber zuerst sagen wir Roland Bescheid, dass wir es in Ordnung bringen. Es tut uns so leid, Herr Süß. Wir hätten die Anleitung lesen sollen. Aber jetzt machen wir es ordentlich. Dann muss ich meinem Überraschungsgast also nicht absagen? Nein! Verraten Sie uns, wer es ist? Nein, sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Aber er wird jeden Moment hier sein, also schafft ihr es, mein Klavier zu reparieren? Jo, wir schaffen das! Das sieht fantastisch aus. Ich danke euch allen. Leo. Ja. Ja. Hey, hey, die Sportis Hochhausen sind da. Wow. Das ist ja sowas von obercool. Cooler als ich? Unmöglich. Sie, so ist es. Das bin ich, junges Fräulein. Das ist meine Lieblingstanzshow im Fernsehen. Darf ich euch meinen Ehrengast vorstellen? Ich musste unbedingt jemanden finden, der die Musik in den Füßen hat. Und so rief Roland mich an. Denn ich bin nicht nur ein ausgezeichneter Tänzer, sondern auch ein hervorragender Pianist dazu. Können Sie uns was vorführen, Senor de Souza? Fabelhaft. Wollt ihr vor der Eröffnung noch die Spielgeräte ausprobieren? Oh ja, bitte. Dann gehe ich ins Puppenhaus. Oh, ja. Ah!
Darf ich auch mal? Auf mein Zeichen. Spring aufs hohe C, okay? Du weißt, welche Note das ist? Klar. Oh, Entschuldigung. Das war nicht das hohe C, oder, Wendy? Nein, ganz bestimmt nicht. Ich glaube, ich gehe lieber zum Leiterspiel. Das kann ich wirklich. Also das ist das fertige Spaßbad. Oh! Nicht getroffen. Okay, also, ihr habt wirklich ein tolles Spaßbad für Hochhausen gebaut. Aber eine Sache fehlt noch. Die doppelte Drachenwasserrutsche. Doppelt bedeutet das Zweifache einer Sache. Also, es gibt zwei Drachenwasserrutschen. Besucher können auf einer Leiter bis nach oben zum Drachenschwanz klettern und rutschen den Drachenkörper hinunter durch das Maul und landen schließlich im Schwimmbecken. Drachen sind das Beste! Hallo, Leute! Kümmert euch nicht um uns. Ich zeige Tim nur den Wasserpark. Ich habe Geburtstag und ich feiere morgen eine Party hier. Ist das nicht toll? Wir müssen jetzt los. Es gibt noch eine Menge zu erledigen. Habt ihr das gehört? Wir müssen bis morgen früh fertig sein. Na los, an die Arbeit! Ja! Ich freue mich schon, die Rutschen zu sehen. Ich liebe Drachen. Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlagt ein. Sehen wir mal, wer was übernimmt. Buggy baut die Drachenrutschen. Nein, das geht nicht, Buggy. Du musst uns dabei helfen, die Stützbalken für die Rutschen zu bauen. Oh, aber... Du kannst dir die Rutschen ansehen, wenn du mit deiner Arbeit fertig bist. Okay. Aber ich liebe Drachen. Ich finde ihre langen Flügel toll und ich liebe es, wenn sie Feuer spucken. Ah, Buggy, gut, dass du kommst. Wir müssen einen Graben ausheben, in den wir die Stützbalken reinstellen. Kannst du bitte anfangen, hier drüben ein Loch zu graben? Aha. Ich liebe die schuppige Haut von Drachen. Ich liebe die Hörner auf ihren Köpfen. Ist das tief genug, Wendy? Nein, noch nicht ganz. Siehst du, die Markierung ragt aus dem Loch raus. Ja. Das Loch muss so tief sein, dass die untere Markierung darin verschwindet. Verstanden. Wie ist das? Perfekt. Und jetzt, Buggy, musst du den Graben so tief ausheben wie das Loch. Sonst können die Stützbalken nicht gerade stehen. Ich hole Leo, damit er dir hilft. Ich treffe mich mit Schleppo. Er bringt gleich die Einzelteile von der Rutsche. Nein, ist noch nicht tief genug. Ich muss weitergraben. Oh, halt! Hört sich nach Schleppo an. Er kommt mit den Drachenrutschen. Oh, von hier aus kann ich nichts sehen. Ich muss diese Drachen sehen. Hey, Buggy, halt an! Da sind sie. Wendy hat gesagt, wir sollen dir bei den Stützbalken helfen. Buggy, los, komm! Ja, ich komm ja schon. Bob, auf dem Bild sieht man, dass das Schild in die Mitte vom Dach gehört. Du musst es hier rüberschieben. Okay, dann schiebe ich es. Wow, das ist ganz schön schwer. Ein kleines Stück weiter, Bob. Ein bisschen weiter. Noch ein bisschen weiter. Oh, warte. Ich glaube, das war zu weit. Okay. Bevor wir anfangen, muss ich überprüfen, ob der Graben tief genug ist. Die Markierung ragt heraus. Ich bin mir nicht sicher, ob die Stützbalken darin halten. Ich muss noch mal auf die Pläne gucken.
Oh, ich habe eine Idee. Wieso fangen wir nicht an? Peppo, du lässt die Balken herab und ich bringe sie in Stellung. Also, ich weiß nicht. Wir sollten warten, bis Leo das überprüft hat. Was, wenn der Graben nicht tief genug ist? Oh, ich bin sicher, dass er das ist. Ich habe echt ewig lange gegraben. Na ja. Oh, komm schon. Ich will die Drachen rutschen sehen. Okay. Wenn du sicher bist. Okay. Sie sind drin und sind gerade. Mixi, füll den Beton rein. Schon unterwegs. Prima. Ich teste jetzt die Lichter. Kannst du mal gucken, ob sie auch wirklich funktionieren? Ja, mir entgeht nichts. Ich gucke genau. Sehr gut. Hallo, Tim. Na, was machen deine Partypläne? Okay, Bottle, geht los. Und, Bottle, gehen die Lichter? Oh, entschuldige, Bob. Oh, ja. Alles klar. Okay. Jetzt hab ich's, denke ich doch. Dann lasst uns anfangen. Fertig. Und jetzt bin ich weg, um mir die Drachen anzusehen. Hä? Aber der Graben, war er tief genug? Buggy sagte, er war's. Er hat ewig lange gegraben. Oh, alles klar. Ich hab die Pläne wohl nicht verstanden. Sie waren verwirrend. Okay, lasst uns den Turm bauen. Ich liebe Drachen. Ich bin schon so gespannt auf die Rutschen. Oh. Wow. Hallo, Buggy. Da du Drachen so gern hast, könntest du doch vorausfahren und aufpassen, dass Schleppo auf den letzten paar Metern nichts im Weg steht. Wirklich? Soll ich? Oh, das ist so cool. Danke, Wendy. Fertig, Schleppo? Fertig, Buggy. Okay, die Rutschenteile sind hier. Heppo wird sie auf die Balken runterlassen. Leo und ich werden sie dann befestigen. Aha. Verstanden? Alles klar. Ja, Bob. Okay, Heppo. Fangen wir mit den Drachenköpfen an. Klaro. Sehr gut, Heppo. So, alles erledigt. Danke dir. Das ist echt super toll. Super aufregend. Tja, Drachen sind die Besten. Drachenkörper in Position. Jetzt fehlen nur noch die Schwänze. Hä? Bob, Heppo, warte. Die Stützbalken brechen zusammen. Oh, Heppo, beweg dich langsam weg. Aber Bob, der Schwanz fällt gleich runter. Oh, keine Sorge, ich fange ihn auf. Leo, los runter, schnell. Oh, oh. Wie ist denn das passiert? Tut mir sehr leid. Die Pläne haben mich so verwirrt und ich habe die Stützbalken nicht überprüft. Sie waren nicht tief genug einbetoniert. Nein, das ist alles meine Schuld. Ich habe den Graben nicht tief genug ausgehoben. Buggy, ich weiß, Stützbalken sind nicht so aufregend wie Drachen, aber... Sie sind genauso wichtig. Ich weiß das jetzt. Ich habe meine Arbeit nicht vernünftig gemacht. Es tut mir so leid. Aber was sollen wir jetzt tun? Tim hat sich so auf seine Poolparty morgen gefreut. Ich würde durcharbeiten, um alles in Ordnung zu bringen. Und genau das werden wir auch tun, habe ich recht, Buggy. Also, Team... Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das!
darfst zuerst, Tim. Los, es ist dein Geburtstag. Sieh mal, ich rutsche jetzt! Wuhu! Das war klasse! Ja, Glückwunsch! Jetzt ich bin als Nächste! Diese Drachenrutschen sind die besten. Ich liebe ihre gezackten Schwänze und ihre Körper. Und es gefällt mir, wie die Sportis aus dem Maul geschossen kommen. Oh, ich